ne, und meinem Postboten für das nächste kommende Jahr viel Glück wünschen, dass sein Rücken heile bleibt, wenn er all meine Pakete schleppen muss. Schadet nicht. Also Inhalt der Lidl-Rettertüte, die wir jetzt am Samstag geholt hatten. Da war drin der Dreisalat hier mit den Wurzeln. Das ist sogar super, wenn ihr die nämlich einfach so ein bisschen in Wasser habt. Dann kommt der immer wieder nach, immer wieder einfach abschneiden, perfekt. Dann habe ich da drin Brombeer und die sehen auch gut aus. So, perfekt. Ich muss jetzt gucken, wie ich das so mit dem Spiegel mache, mit dem Spiegel, mit der Kamera führe. Aber eine große Banane drin, eine Birne, dann einmal Bio-Suppengemüse. Oh, die haben wir jetzt sogar zweimal drin. Mandarinchen und nochmal Mandarinchen. So, das waren jetzt dann 2, 4, 6, 7 Teile, aber dafür große Teile, ne? Wie man sieht. Und das wieder für 3 Euro. Ich bin auch jetzt wieder zufrieden gewesen. Ach, Junge, Junge. Ihr habt es ja gerade schon gesehen. Meine Küche ist voll mit Tüten. Ich war mit Birgit, also mit Mama Birgit und Oma Monika Berg auf Tour. Wenn ich mit denen auf Tour bin, wird es teuer. Aber es steht immer Weihnachten vor der Tür und ich habe gesagt, ich decke mich jetzt so ein bisschen mit Sachen ein, die ich dann auch so das nächste Jahr über auch schon mal durchaus naschen werde mit meinem Mann oder wenn Besuch kommt. Ein großer Teil ist jetzt wirklich für Heiligabend gedacht und ersten Weihnachtstag. Heiligabend, habe ich erzählt, kommt Familie Perk, Simon, Oma und Mama zu uns. Da machen wir uns einen schönen Abend und den ersten Weihnachtstag kommen meine Schwiegereltern mit Detlefs Onkel. Und dann machen wir uns auch einen schönen Nachmittag und Abend und da wollen natürlich auch ein paar Sachen besorgt werden. Ne? Ja, und was ich wohl sagen muss, wir haben im Süßigkeitenwahn zugeschlagen. Ich habe mich von den beiden überreden lassen quasi oder mitziehen lassen. Aber fairerweise muss ich auch da sagen, wie gesagt, ganz, ganz viele Dinge habe ich sofort im Hinterkopf gehabt. Das kannst du dem mal eine Freude mitmachen und der Postbote und der Paketbote hat noch was zu bekommen dann jetzt Weihnachten, Neujahr. Und so hat es sich halt dann einfach summiert. Ja, wir gucken mal, was habe ich denn eingekauft? Bei Kars. Rettertüte habt ihr ja schon gesehen, jetzt ist Kars dran. Und zwar waren wir diesmal in der Filiale in Kempten. Stern Berliner Apfelzimt, das sind 8 Stück. Die schauen also so aus. Hoffentlich, die werden gut sein, die darf mein Mann nachher in den Keller bringen. So, dann habe ich 3 Tüten, es knistert jetzt, ich hole nur eine raus. 3 Tüten Snack Teufel Salz mitgebracht. Die waren jetzt für 1 Euro. Ne, lass ich mal eben da drin. Dann Kerrygold Cheddar. Ebenfalls Cheddar geraspelt. Tiramisu Schokolade. Ich hoffe, mein Mann mag den. Dann auch für Detlef mitgebracht Montezigo Ziegenfrischkäse in Olivenöl Curry Honig. Ich fürchte, der ist gerade schon ein kleines bisschen irgendwie hier ausgelaufen. Guck mal. Curry Honig Ziegenfrischkäse in Olivenöl. Reaktion? Dann Wonnemeyer Fleischsalat, der war für 1 Euro. Den mache ich dann in den Nudeln mit runter und dann habe ich einen leckeren Nudelsalat. Oberster. Und die hattet ihr schon bei mir bei Futter für Mutter gesehen, dass ich die in die Pizzabrötchen gemacht habe. Und da ist jetzt auch an wahrscheinlich ersten Weihnachtstag oder so, hatte ich vielleicht vor, ein Blech damit zu machen. Gab es die auch. So, ich räume das mal ganz kurz weg oder schmeiße es weg. Weiter geht's mit Kars. Und zwar 2-mal Eistee Zero ohne Zucker, 1-mal Pfirsich und 1-mal Zitrone. Also wirklich ganz groß, 1,5 Liter. Kerrygarden 500 Gramm Family Pack gesalzen. Konnte man also gesalzen oder ungesalzen? Ach, shit, ich habe gesalzen.
Eigentlich sollte es ungesalzen sein. Gesalzen schmeckt nicht immer unbedingt lecker, je nachdem, was für einen Brotaufstrich du machst. Ja, ist jetzt passiert, nicht zu ändern. Von Hela Tomatenketchup Original Bio. Und dann dreimal Kartoffelsalat mit Ei und Gurke. Tüdel. Dann wunderbar stinkend Roi de Trèfle Calvados Taler Weichkäse mit Charakter aus der Normandie. Stinkt sein Bestes. Curry King, schönen Gruß an Robert, weil wir waren in Kempen und da gab es die Spicy Onion. Der holt sich die jedes Mal, ist begeistert und dann habe ich mir gedacht, das kann ja wohl auch für Detlef was sein. Dann ebenfalls Detlef. Tüdü! Was für ein Pottbürcher-Müsli, oder? 1000 Gramm Becher. Guck mal. Den kriegst du ja wohl mal gegessen. So, da hast du was zu tun. So, und jetzt, es kommt nur Roulette. Es kommt nur Roulette. Auch da mache ich, glaube ich, jetzt schon Robert und Niki Konkurrenz. Also, Gartenkräuter einmal. Fein würzig einmal. Jetzt muss ich eben gucken. Nee, das nochmal Gartenkräuter, also zweimal, dreimal, dann hier den cremig milden einmal, zweimal, fein würzig zweimal und nochmal fein würzig. So, zwei, drei, sechs, sieben, acht Mal Rochette. Aber da kann ich auch erklären, warum. Generell sowieso, wir zwei essen den sowieso gerne mittlerweile abends einfach so mit dem Brot dabei. Und dann habe ich mir halt überlegt, das ist perfekt, warum darf es immer nur an Silvester Käse geben? Also gibt es bei mir am ersten Weihnachtstag Käse und damit jeder seinen eigenen hat, den er auch dann essen möchte, habe ich die halt zur Auswahl und dann kann derjenige sich entscheiden, hätte er gerne mit Gartenkräuter oder fein würzig. Und dann kriegt jeder sein eigenes Rougette. Das war mein Einkauf bei Kaas. Und jetzt geht es noch weiter. Wir waren bei De Beugler. So, und zwar, eins, zwei, dreimal war die Prinzenrolle im Angebot. Wenn gut, man hört ein bisschen vielleicht Bruch oder so. Drei Stück für 2,38 €. Ihr wisst, was sonst eine Rolle kostet, ja? Das ist die mit 50 Gramm extra gratis. Habe ich dann einmal mitgebracht. Dann, wie gesagt, ne, wir haben ja Feiertage, da will man was zu Knuspern anbieten. Und zwar Fußball-Party-Mix, 300 Gramm vegan. So schauen die aus. Ein großer Beutel, ne? Und da ist tatsächlich auch nicht viel gefüllt. Ne? Nicht wie sonst hier bis hier dann Luft. Nein, der ist gefüllt. Ich bin mal gespannt. Kenne ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, hat die einer von euch gesehen von XOX sind die? Bin gespannt. Dann ebenfalls nächster Tag, wo Partytime ist. Das ist aber die Soße. Ja. Weil das mag mein Mann super, super gerne. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn die Jungs draußen dann am Heiligabend Feuer machen und ihr Bierchen trinken, mag mein Mann ganz gerne auch irgendwie noch so eine fettige Knabberei. Und da haben die Party-Tacos 500 Gramm Cheese. Also auch groß. Ja. Und dazu den Cheese Dip von XOX. Ja, und die machen wir dann immer mal ganz kurz in der Mikrowelle warm. Da muss man wohl echt bei stehen bleiben und dann immer testen, weil sonst werden die schwarz. Aber die warm, super lecker. Oh nee, bevor das Glas fällt, nur noch da. Und dann, weil Birgit meinte, die wären angeblich so lecker, Pommes Currywurst. Kannst mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so vorstellen, aber. Wenn Birgit sagt, ist lecker, dann probieren wir es mal. So, dann auch wieder für 2,40 €. Ihr wisst, warum ich jetzt nicht rede. Schauen wir mal direkt nach da. Man sieht ja das von da nicht. So, dann habe ich an meinen Paketboten, wie gesagt, gedacht. Und zwar Glückskeks weiße Schokolade. Das ist jetzt zweite Wahl auch wieder. Also dann wieder nur in diesen Beuteln. Die könnt ihr auch teurer haben, mit weniger drin in der schönen Pappkartonschachtel, Schachtel. Und da könnt ihr den halt so haben. Ich habe, glaube ich, etwas über 2 €. Ich blende es euch ein, 2,69 € oder sowas.
Mega, ne? Und meinem Postboten für das nächste kommende Jahr viel Glück wünschen, dass sein Rücken heile bleibt, wenn der all meine Pakete schleppen muss. Schadet nicht. So, und dann kriegt er natürlich noch ein bisschen Geld dazu und noch ein bisschen andere Süßigkeiten, ne? Ich habe es euch ja gezeigt. So, dann, ich finde das immer ganz süß, wenn wir so ein Eis nochmal so zwischendurch essen, diese Eisherzchen, also diese Waffelherzen. Mag die. So, gibt es halt auch alles dann da bei der Beukeler, logischerweise. Es ist ja die Beukeler. Und wo ich darauf gehofft hatte, ich hab sie für Detlefs Eierlikör. Ja, von der Beukeler, die Waffelbecher. Ja. Also, perfekt. Das war mein Foodhaul XXL. Das hat sich mal gelohnt. Und ehrlich gesagt, es hat auch Spaß gemacht. Ne? Also, Weihnachten und Silvester und es kommen halt viele zu Besuch. Da muss man mehr einkaufen. Habt ihr das auch gemacht? Schreibt es mir mal, interessiert mich. Tschüss. Achso, und da doch nochmal ganz schnell. Ich vergesse es immer. Kontrolliert bitte wieder nochmal eure Abos, ja? Weil es bringt nichts, wenn ich jetzt dazu aufrufe, abonniert mich. Das mache ich schon mal ab und zu. Aber ihr, die es guckt, haben mich oftmals abonniert und gucken mich ja auch. Aber ganz viele kriegen meine Benachrichtigung, wie gesagt, immer noch nicht. Ja, da kann ich mich immer nur darauf verlassen, dass ihr guckt und einfach nochmal kontrolliert, ob mein Abo noch bei euch ist. Wenn ihr eh automatisch immer auf meine Videos geht, weil ihr wisst, Montags, Mittwochs, Freitags, Sonntags hat Irene immer Videos, dazwischen auch, und ihr geht automatisch drauf, dann guckt ihr auch nicht mehr, hab ich die noch im Abo. Macht das bitte, ja? Im Moment wird wieder viel gelöscht. Tschüss!